Guten Morgen, das ist heute unsere Hausaufgabe. Das sind 8 Sätze schreiben. Ich lese mal vor. Das Baby verschluckte sich, hustete und spuckte. Platsch ins Raumschiff. Die ganze Kommandobrücke war voll mit Brei und Krümeln. Und ich mit Krümeln. Das Baby war auch voll mit Brei und Krümeln. Und ich glaube, es war wütend. Es schrie. Das hat sie alleine geschrieben. Das sollte sie abschreiben von einem Buch. Vor lauter Aufregung. Wir haben auch noch mal geübt das Y, weil sie da noch ein bisschen Schwierigkeiten hat bei Baby. Hatte sich das Baby, da hat sie auch schön durchgestrichen, was sie verkehrt gemacht hat, sich auch noch in die Hose gemacht. Ich packte das Baby, rannte ins Badezimmer und legte es dort auf den Wickeltisch. Es schrie immer noch, aber wie? Dann wollte ich dem Baby neue Windeln umlegen, aber ich konnte es gar nicht ausziehen, weil es wie wild zappelte. Also rief ich Dirk zurück. Dirk war so durcheinander, dass er die volle Windel ins Klo schmiss und runterspülte. Ich denke, das hat sie ganz gut gemacht. Da sind ein paar kleine Fehler drin, aber das ist nicht schlimm. Die sollten halt lernen, vom Buch abzuschreiben und dann die Wörter aufzuschreiben, also einmal zu sehen und dann zu schreiben. Ich denke, das werden wir auch öfters üben. Das ist ganz gut, weil das eine gute Sache ist. Da lernen sie auch besser schreiben und auch die einzelnen Buchstaben nochmal so ein bisschen, ja, zu festigen, ne? Und, aber ich denke, das klappt schon ganz gut. Also ich bin da sehr zufrieden heute, muss ich sagen. Und 8 Sätze ist eine Menge, ne? Und vorher gelesen, also ich bin da stolz auf mein Kind, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du toll gemacht. Dankeschön. So, jetzt essen wir gerade Frühstück. Die Pause ist gleich zu Ende. Ja, und dann geht's weiter mit Mathe, unser Lieblingsfach. Nein. Furchtbar. Furchtbar. Furchtbar.